Moin, liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zur Viertelfinalauslosung fürs Ultimate Team Turnier und natürlich auch zum Überblick der Gruppenphase, denn die ist nämlich zu Ende gegangen. Und ja, nochmal kurz zur Anmerkung, wie gesagt, falls die Leute, die jetzt hier zum ersten Mal reinklicken in dieses Turnier, ja, Ameisenhunter wurde halt durch, also Ameisenhunter hat FSG Basti ersetzt, weil dieser ausscheiden musste. Und ja, in diesem Turnier geht es um 240.000 Münzen, die auf die ersten vier Plätze aufgeteilt werden. Die Gewinne sind ja auch nochmal eingeblendet. Und das Viertelfinale wird jetzt gleich ausgelost mit einem System. Naja, es ist vielleicht nicht optimal, nicht hundertprozentig top, aber ich habe jetzt nichts anderes gefunden. Und dazu kommen wir aber gleich später. Ja, kommen wir zu den Ergebnissen der Gruppen. In Gruppe A war es ja, denke ich mal, eine klare Sache für den Chris. Der hat sich da auch als Favorit durchgesetzt. Souverän hat alle sechs Spiele gewinnen können. Ich habe vier gewinnen können, der H4GamerFan 2 und der Mike Boy 0. Ja, Mike Boy dementsprechend auf dem letzten Platz. Das könnt ihr euch ja alles, denke ich mal, selber denken. Die Ergebnisse könnt ihr euch hier wunderbar durchlesen. So. In der Gruppe B war das Ganze schon ein bisschen interessanter, weil M2K Icebeat sich mal gedacht hat nach zwei, drei Spielen. Ja, komm, nehme ich doch mal ein paar Attributkarten, fällt doch keinem auf, denkst du. Das wurde mir zugetragen, die Spiele wurden in der dementsprechend annulliert, Entschuldigung, und alle 2-0 für den Gegner gewertet. Sprich, die Spiele, die er austragen musste, wurden alle gegen ihn gewertet. Hat in der Tabelle auch Konsequenzen gehabt in Sachen Platz 1 und 2. Cooler ist cooler, Platz 3 belegt, das kann ich jetzt schon mal so sagen. Ja, Gruppe C war, denke ich mal, die spannendste Gruppe, weil da relativ viele Unentschieden gespielt worden sind. Zum Beispiel Rompronal gegen Lord Voldemort 4-4, Ameisen dagegen Niklas 97 3-3. Und dann gab es noch ein 2 zwischen Lord Voldemort und Niklas. Und auch hier wurde eine Partie 2-0 für den Ameisenhunter gewertet, weil Omphronaldo sich anscheinend gedacht hat nach diesem 6-1 gegen Niklas, ich bin doch eh so gut wie raus. Deswegen muss ich mich auch nicht mehr melden auf die Nachrichten, die wir versucht haben, ihm zu schicken. Ameisenhunter, ich, der Yussi, alle möglichen Leute. Und er hat sich nicht mehr gemeldet. Dementsprechend wurde die Partie 2-0 gegen ihn gewertet. Und das hat auch in der Tabelle Konsequenzen gehabt, weil, wie wir sehen, Ameisenhunter hat in Gruppe C 3 Punkte, also ja, es sind jetzt 6 Punkte Abstand gewesen. Ronaldo hätte einfach nur die Partie 2-3-0 gewinnen müssen. Dann wäre Ronaldo auf der 3 gewesen und Ameisen da ganz raus. So ist jetzt Ameisen da weiter. In der Gruppe A, wie gesagt, schon erwähnt, Chris deutlich auf der 1, ich auf der 2, H3GamerFan auf der 3. Hat sich aber nicht ins Viertelfinale rein katapultieren können, weil Cola ist cool mit den 6 Punkten, die er da geholt hat und halt dem besseren Torverhältnis sich seinen Platz halt weggenommen hat. Ja, Jussi auf der 1. Wegen 14 zu 5 und 13 zu 4, beides plus 9, aber hier zählen die meistgeschossenen Tore und die hätte Jussi sich halt erarbeiten können. Ja, und in Gruppe C, der Niklas mit 21 zu 12, mit 11 Punkten, Ameisenhunter mit 10, Lord Voldemort auch weiter als Gruppendritter mit 8 Punkten und der Ronaldo ganz raus mit 4 Punkten. Das war's mit der Gruppenphase. Somit haben wir 8 Leute drin im Viertelfinale. Der Chris, bei 04 Freaky, der Jussi 96, Ronaldo HD, Cola ist cool. X, Niklas 97X, Ameisenhunter und Lord Voldemort XD. Kommen wir zur Viertelfinalauslosung. Es wird sich was beißen in dem Viertelfinale, ganz klar, weil wir haben drei Gruppen Erste, drei Gruppen Zweite und zwei Gruppen Dritte. Sprich, irgendwie, es können zwei Gruppen Erste, kann sein, dass sie aufeinandertreffen, aber das möchte ich nicht. Ich werde es probieren, so zu auslosen, dass zwei von den Gruppen Zweiten ein Viertelfinale bilden. Das ist, denke ich mal, das Fairste. Weil. Oder halt zwei Gruppen Dritte, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, so dass nicht die Gruppen Ersten aufeinandertreffen. Das wäre einfach nur unfair, weil ja, irgendwo muss man ja auch einen gewissen Vorteil halt in der Platzierung, die man in der Gruppenphase erreicht hat, haben. So, kommen wir zur Auslosung. Ich habe hier Seiten gesucht, habe nichts Sonderliches gefunden. Dann habe ich hier halt mal ein bisschen rumgesucht, gesucht, gesucht, gesucht und irgendwann diese classtools.net-Seite gefunden. Und die kann man halt Namen eintippen und kann das Ganze so halt ein bisschen auslosen lassen. Und habe jetzt hier die ganzen 8 Teilnehmer aufgelistet. Und werde das hier jetzt auslosen. Und zwar wie folgt. Wir werden diese Viertelfinalbegegnung erst auslosen. Und wenn dann, zum Beispiel die erste Viertelfinalbegegnung trifft dann auf die vierte. Das wird dann aber auch nochmal ausgelost mit diesem System. Sprich, dass wir dann direkt wissen, welche Viertelfinalbegegnung das Halbfinale bilden. So. Ich hoffe, ihr habt das System soweit verstanden. Wie gesagt, wir probieren, dass zwei Gruppen zweit aufeinandertreffen werden. Das hoffe ich. Also es kann auch gut sein, dass mein Erster auf den Dritter trifft.
Zweiter auf dem Dritter ist auch möglich. Ein Erster auf dem Zweiter, also sowas wirklich. Hoffe ich, denke ich mal, ein gutes System finden werden. Und dann geht es los mit der Auslosung. Wir nehmen diese Food Machine und sehen, ja, und falls irgendwas nicht passen sollte, halt, Leute aus einer gleichen Gruppe werden auch nicht aufeinandertreffen. So, und ich stehe jetzt schon mal feste. Also Leute aus derselben Gruppe können auch nicht aufeinandertreffen. So. Ich werde das erste Viertelfinale bestreiten gegen wen? So. Ich werde das Ganze jetzt hier auf Remove klicken, weil ich bin raus aus der Sache. So. Und treffe auf wen? Der Chris geht natürlich auch nicht. So. Und es ist Lord Voldemort XD. Ich treffe also auf einen Gruppendritten. Lord Voldemort XD ist mein Gegner. Und das ist eine, denke ich mal, ganz interessante Sache. Es wird keine einfache Begegnung für mich. Und wir werden natürlich jetzt auch hier direkt mal die beiden rausnehmen. So. Und auch mich aus der Auslosung. Und dann geht es weiter. Wer trifft auf wen? Ein Gruppenerster müsste jetzt kommen. Und so sieht's aus. Ist der Justus. Natürlich interessante Sache. So, auf Gruppenerste kann er auch nicht treffen. Vielleicht kann man hier das so ein bisschen remove machen. Kann man hier runter machen. Okay. Dann machen wir das doch einfach so, dass wir jetzt hier die beiden Gruppenersten rausnehmen, weil das einfach, denke ich mal, so am fairsten ist. Dann nehmen das raus und so. Dann geht's weiter. Schreiben wir halt gleich nochmal alles hin. Ist doch kein Problem. Und dann geht's weiter. Die Food Machine. Was lost sie aus? Welchen Gegner? Jetzt habe ich jetzt Ronaldo nicht vergessen. Aber das ist nicht schlimm, denn der Justus trifft auf den Ameisenhunter. Justus trifft auf den Ameisenhunter. Das ist, denke ich mal, auch eine knackige, frische Begegnung. Und damit haben wir Viertelfinale 2 auch schon feststehen. Jetzt haben wir noch vier Leute. Nehmen wir den Ameisenhunter raus. Haben jetzt noch den XX Niklas. Aber jetzt schreiben wir den Chris hin. 31395. Ja. Na, die 0 soll es nicht sein. So, und dann haben wir noch den XX Niklas. 97XX. Das ist natürlich jetzt interessant. Wir haben zwei Leute aus Gruppe B und einen aus A, einen aus C. Sprich, wir werden jetzt. Sollte der Chris ausgelost werden, ist schon mal klar, dass der Niklas rausfällt. Aber mal gucken, was uns das ins System bringt. Der Chris. Der Chris spielt das dritte Viertelfinale. Gegen wen? Wir nehmen den Chris aus der Verlosung. So. Jetzt sind meine Hunde hier ein bisschen aktiv. Das ist nicht schlimm. So. Und wir machen weiter. Der Chris trifft auf It's Ronaldo D oder Cola ist cool. Wer ist sein Gegner? Cola ist cool ist sein Gegner. Chris trifft auf Cola ist cool. So, und damit steht auch Viertelfinale 4 feste. Das ist dann der It's Ronaldo AD gegen den Niklas 97. Also, interessante Sache. Denke ich mal, interessante Viertelfinalbegegnung, die wir hier sehen. Und jetzt wird natürlich noch ausgelost, wer auf wen trifft. Wir werden jetzt hier einfach VFF1, VFF2, VFF3 und VFF4 hier reinschreiben. Und welche Viertelfinals dann ausgelost werden, die erstmal bilden das Halbfinale. So, und es geht los. Welches Viertelfinale ist denn nun das erste Halbfinale? Viertelfinale 2, das Ganze. Okay, Viertelfinale 2, das machen wir einfach einen schönen Remove und machen weiter. Ja, so. Also Justus Ameisenhunter trifft auf welches Viertelfinale? Viertelfinale 3. Nicht schlecht, Herr Specht. Halleluja. Damit steht auch feste, dass Viertelfinale 1 auf 4 trifft. Also, ich oder Lord Voldemort treffen im letzten, beziehungsweise wenn ich mich durchsetzen sollte, treffen dann im Halbfinale auf
ob jetzt Chris war es. Ach, kein Plan, ich bin jetzt durcheinander. Muss man das Ganze gleich im Video nochmal angucken. Ihr seht das Ganze ja schön ausgelost, wer was ist. Also, ja. Oh Gott, jetzt habe ich einen Typewriter gemacht. Komm, hier, Edit Words. Das, so. Also, die Viertelfinalbegegnungen stehen jetzt feste. Und es sind interessante Begegnungen. Bino 4 Freaky gegen Lord Voldemort XD. Der Yussi trifft auf den Ameisenhunter. Der Chris auf Cola ist cool. Jetzt habe ich sie wieder drin, die Viertelfinalbegegnung. Und der It's Ronaldo HD trifft auf den Niklas. Also wirklich sehr spannende Begegnung. Kann man nicht anders sagen. Und mal sehen, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln wird. Ihr werdet auf jeden Fall definitiv noch Videos bekommen. Mal sehen, wie weit ich mich durchschlagen kann. Das Halbfinale, beziehungsweise das Viertelfinale wird so ausgetragen wie im Champions-League-Modus. Sollte es ein Unentschieden im Hinspiel geben, lassen wir es einfach stehen. Sollte es dann dasselbe Unentschieden im Rückspiel geben, wird Verlängerung und Elfmeterschießen gemacht. Also damit wir dieses System auch klar haben. Und ich bin wirklich gespannt, wünsche jetzt allen 8 Teilnehmern viel Glück. Ich hoffe, ihr seid mit der Auslosung zufrieden. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus. Werde mich jetzt seelisch vorbereiten auf das Viertelfinale gegen Lord Voldemort XD. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen bei euch. Und allen Teilnehmern noch weiterhin viel Glück. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, liebe Freunde, hier bin ich nochmal ganz, ganz kurz. Hier seht ihr nochmal kurz den Überblick vom Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Wie das Ganze entstehen wird. Wie die Halbfinalbegegnung sich zusammensetzen und die Finalbegegnung ist ja logisch. Ihr habt dann nochmal den Überblick über die Partien. Ich wünsche euch jetzt viel Erfolg fürs Turnier und viel Spaß bei den anderen Videos, die ihr noch auf unserem Kanal finden könnt. Ich bin jetzt aber endgültig raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao.